Bau-Infoservice-Sendung von BISTV wird Ihnen präsentiert von Minergie, Nerv Group und Bauschweiz. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer neuen Sendung von BISTV. Heute dreht sich bei uns alles ums Thema Garten. Heute sind wir an der Giardina. Das ist Europas hochwertigste Indoor-Veranstaltung fürs Leben im Garten. Begleiten Sie uns zu den neuesten Trends rund ums Thema Garten. Ciao miteinander. Ja, der Toni ist auch da. Was machst denn du da? Ich habe heute frei, und ich denke, ich gehe an die Giardina. Ist aber so eine schöne Ausstellung, jetzt muss ich schnell schauen, weil es so eine schöne Ausstellung. Hey, einen schönen Tag, gell? Ja, ich hoffe, wir sehen uns einmal. Ja, das war schön. Später. Ja, alles Gute. Ciao, Toni. Die besten Gartengestalter der Schweiz und im angrenzenden Ausland schaffen jedes Jahr eigens für die Giardina beeindruckende Gartenkunstwerke. Inmitten dieser kunstvollen Sonderpräsentationen finden die Besucher eine Fülle an Inspiration und Anregungen für ihre persönliche Blumen- und Pflanzenwelt. An die 61.000 Besucher hat die Giardina dieses Jahr zur Messe Zürich gelockt, um sich auf über 30.000 Quadratmetern inspirieren zu lassen. Neben sämtlichen Aspekten zur klassischen Gartengestaltung finden die Besucher auch eine Fülle kreativer Ideen für das Gärtnern auf kleineren Flächen von Balkonen und Terrassen. Präsentiert wird alles, was man für die individuelle Gestaltung von Außenflächen wissen und haben muss. Nie zuvor haben Outdoor-Räume so viel Aufmerksamkeit erfahren wie heute. Sie bilden einen wertvollen, zusätzlichen Lebensraum und können idealerweise bei jeder Witterung ganzjährig genutzt und genossen werden. Wir sind da Veranda Via, Viva, Entschuldigung, Lebensraum, Terrasse und Balkon natürlich auch. Ich habe neben mir den Spezialisten, Herr Wüthrich. Herr Wüthrich, was wird sich verändern in nächster Zeit oder was hat sich verändert? Ich kenne es eigentlich noch von den kleinen Balkonen, wo man zwei Graniumkisten rausgehängt hat. Und damit hat es sich gehabt und hat man gemeint, wir haben jetzt einen super schönen Balkon. Ich glaube, das ist nicht ein Trend, den wir in den nächsten Jahren angehen. Das sicher nicht. Und auch was ich denke, was sich verändern wird, dass es natürlicher wird, harmonischer, wie wir jetzt das auch hier sehen. Dass nicht unbedingt eine Reihe klotzige Gefäße vor einer schönen Aussicht stehen, wo alles zubauen oder alles zumauern. So viele Gefäße und nur noch 30 cm Pflanzen. Oder? Ich denke, es wird fließender, natürlicher, organischer, einfach so ein bisschen harmonischer. Oder? Tiefe Gefäße, schöne Pflanzen. Oder? Das ist Kies, Natursteinplatten und so. Das ist der Trend, denke ich. Und das kriegen wir bei euch alles. Eure Firma hat sich spezialisiert, eigentlich ausführlich für Terrassen und Balkone. Begrünung oder Gestaltungen? Ja? Wir machen ausschließlich Terrassen- und Balkongestaltungen, Kennengärten. Dafür, dass vollumfänglich mit dem Boden, mit der Beleuchtung, mit der Bewässerungsanlage, mit der richtigen Pflanzengefäß, mit der Pflege, das Thema Terrassengestaltung. Ganz eine tolle Idee. Ich wünsche Ihnen recht viel Erfolg mit Ihrer Firma. Und es war eine Freude, hier rein zu sitzen, in einer wunderschönen Terrasse, die man hier auch nur stilistisch zeigt. Kann man natürlich auch gar nicht anders. Schön, dass wir da gewesen sind. Danke vielmals. Sie wollen nie wieder Rasen mähen, nie wieder düngen und dabei jederzeit einen Rasen in saftigem Grün haben? Kein Problem mit Kunstrasenprofi. So schmeckt das Leben besser. Küchen für Individualisten. www.exklusiv-küchen.ch. Besuchen Sie jetzt bauschweiz.ch, das Portal für Bauen und Wohnen. Ein schöner Anziehungspunkt im Garten bilden auch die Skulpturen.
Ob mit Wasser oder ohne. Ob farbenprächtiger Rückzugsort oder kompaktes Kräuter- und Gemüsegärtchen. Jeder Wunsch lässt sich erfüllen. Hinzu sind moderne Gartenbalkone und Kleinterrassen wie ein Wohnzimmer vollständig eingerichtet. Vom Outdoor-Teppich bis zur Ornamenttapete, von der Designerlampe mit integriertem Soundsystem bis zum ausklappbaren Laptop-Tisch. Die Materialien sind für die Atmosphäre von großer Bedeutung und stehen idealerweise in harmonischer Beziehung zueinander. Kaum ein Aspekt rund um unser Leben im Freien bleibt an der Giardina unberührt. Sei dies die Frage nach dem ultimativen Rückzugsort. Eine moderne Interpretation der japanischen Gartenkultur oder schlicht die Frage, was blüht auf meinem Balkon und was eben nicht. Ja, da kommt der Toni zum Studieren nicht mehr raus. Ist das eine gute Idee? Wir sind hier bei Living Dreams. Frau Hoch, was sind Ihre Neuheiten? Ja, wir haben gesagt, das Jahr ist das Jahr der Romantik. Und wir haben darum ein Himmelbett gemacht. Also wirklich ein Bett für draußen. Man sieht es hier hinter mir. Und zwar die Idee ist, man kann ganz gemütlich zu Abend mit einem schönen Glas Wein relaxen, in das Bett hineinliegen. Ich kann sogar die Vorhänge ziehen, wenn die Nachbarn würden können hineinschauen. Und ja, eben soll Gemeinsamkeit gemütlich und man lässt Küsse draussen. Man kann die wirklich Regen, im Regen alles liegen lassen, dass wenn es nächstes Mal schön ist, dass man gerade wieder ins Bett hüpfen kann. Tolle Idee und super schöne Ausstellung. Danke. Ich wünsche noch weiterhin viel Erfolg an der Messe. Dankeschön vielmals. Grillsaison ist eröffnet. Wo liegen denn Trends beim Grillen? Ja, das ist unschwer zu erkennen, wenn man hier oben schaut. Das ist Feuerschale, ganz eindeutig. Ob Inox, Edelstahl, der nicht rostet, oder im Rostbereich. Mit den Feuerschalen, man hat einfach mehr Möglichkeiten auch beim Grillieren. Und nebst dem Grillieren ist es auch gemütlicher im Nachhinein. Weil die Kundschaft aus Erfahrung, die sitzt dann nachher gerne ringsum und kannst einander schön ins Gesicht schauen und am Boden unten ist die Ambiance. Da ist einmal gar nicht so wild, was für eine Fleischqualität jetzt, dass man hier kauft und grilliert, sondern es zusammen sein. Und das habe ich gesehen jetzt in meiner Erfahrung, das bietet mir eigentlich kein anderes Produkt als die Feuerschalen. Weil seit dem Lustau stehen wir jetzt vor dem Grillring, den ich hier auf diesen Feuerschalen habe. Und das ist auch total im Trend jetzt zum Beispiel mit Holz führen. Man hat keine Spielerei mehr mit der Glut, sondern die Hitze geht unter die Ring. Die Ring werden heiß und auf diesen Grillring kann ich alles machen drauf. Bis zum Raclette. Wir können Fondue machen, wir haben Kessel mit langen Fondue-Gabeln, wo man Fondue geniesst da drauf im Winter. Und es gibt auch nicht kalt draussen, man hat warm, wenn man drum steht. Das ist ein Produkt, das man eigentlich das ganze Jahr einsetzt, dann schlussendlich. Wolf von Burg, Gartenarchitektur und Design. Begegnung auf hohem Niveau. www.vonburg-gartenarchitektur.ch. Der Informationsservice rund um Bauen und Wohnen auf bauschweiz.ch. Ja, grüezi wohl. Was sind denn Sie? Leider ist er heute nicht so gesprächig. Dafür macht er sich sehr gut im Garten. Ich bin da vorbeigelaufen, Firma Alukoff. Pool und Terrasse neu erleben. Was ist das neue Erlebnis an dem? Das neue Erlebnis für unsere Überdachungen von Terrassen und Pool ist die grosse Flexibilität, die wir haben. Wir können die ganze Sache mit dem Dach zusammen aufschieben und dann wieder schließen, von links nach rechts. Das bedingt, dass wir keinen Hitzestau mehr haben unter dem Dach und dass sie wirklich erleben, wie sie würden von außen sitzen, wie sie sich gewöhnt sind und dass der Wind ihnen durch die Haare durchblasen. Dass wir ein richtiges Sommerfeeling auch haben. Wir haben ein wunderschönes Sommererlebnis, einen Sommertraum, wie man so schön sagen kann. Ich wünsche Ihnen recht viel Erfolg hier, der Giardina Kählin. Danke vielmals. Ich
Ja, das Laufen dieser Giardina macht schon wahnsinnig müde, he? Ja. Aber wir sind hier an einem super bequemen Eckli, haben wir gefunden, gell? Du, da könnt ihr den ganzen Tag bleiben. Aber wo kann man das denn kaufen? Ja, ich frage mal jemanden da, können Sie uns die Auskunft geben? Die Auskunft gebe ich Ihnen gerne. Kaufen können Sie das, das ist ein Crazy Chair Hängematte, beim Hersteller direkt in Deutschland, in der Nähe von Rosenheim bei München. Und ich bin der Inhaber dieser Firma. Wir produzieren Made in Germany 100% wetterfeste Hängematten, wetterfeste Hängesessel und Edelstahlstände. Aluzäune und Tore, Balkone und Geländer. Vielfältigst in Modell- und Ornamentenauswahl. www.brixtown.ch. Volltreffer! Markenartikel rund ums Bad im Direktverkauf. Günstiger auf www.baddirekt.ch. Besuchen Sie jetzt bauschweiz.ch. Das Portal fürs Bauen und Wohnen. Auch der Toni braucht mal eine Pause. Ja, sie ist so ein schönes Eckli da bei dem japanischen Haus. Das ist genau richtig für zum Entspannen. Das Kochen im Freien ist ein Fokusthema an der Giardina. Terrassentür auf, mobile Gartenküche raus. Die heimische Innenküche samt allen Funktionen bahnt sich den Weg nach draußen. Wir werden in der nächsten Sendung genauer auf das Thema zu sprechen kommen. Was zieht Sie an Giardina? Ich komme gerne schauen, um Ideen haben für eigene Garten oder Terrasse und sehen einfach schöne schöne Gärten. Dass es sehr inspirierend ist und viele schöne Sachen hat. Ja, und dass ich gerne an uns komme, schauen. Ja, es ist die riesige Vielfalt von Gartengestaltung, die man hier geboten bekommt. Ich meine, bei einem Garten hat man immer so das Bild im Kopf, grüne Rasen, ein paar Bäume und so. Und was man hier sieht, das bringt mehr auf Ideen für später mal, so, ja, wie man den Garten könnte gestalten. Eigentlich hat mir alles gefallen. Also so einen schönen Freitag hatte ich schon lange nicht mehr gehabt. Aber besonders gefallen haben mir natürlich auch die Spezialausstellungen hier im unteren Bereich. Also wahnsinnig, die Sachen. Und dann die vielen Gärten, wo sie so grosse Steinmauern hat drin, die habe ich auch sehr schön gefunden. Und dann eben so blühende Sachen wie da, die Kirseblüten und so. Wir planen doch alle auf den Frühling. Du nicht auch? Ja, natürlich. Und nächstes Jahr kommst du auch wieder? Aber ganz sicher. Also die Giardina muss ins nächste Jahr wieder gehen. Ja, ja. Uns hat es auch an der Giardina gefallen. Wir haben viele Inspirationen können mitnehmen und freuen uns aufs nächste Jahr. Und jetzt gehen wir zum Abschluss noch zurück ins Studio. Zuschauer, kommen wir zum Veranstaltungskalender. Swissflow vom 15. bis 17. April in Luzern. Der führende Treffpunkt für Bodenfachleute. Bauen und Wohnen Aargau. Vom 16. bis 19. April in Wendigen. Die Frühlingsmesse für Haus und Garten. Bautag. Am 24. und 25. April im Stillhaus in Rotrist. Das mal unter dem Themenfokus Garten, Holzbau und Minergie. Designmesse. Vom 8. bis 10. Mai in der Messe Zürich, Halle 9. Präsentiert werden attraktive Möbel aus dem Büro- und Wohnbereich, Leuchten, Teppich und vieles mehr. Das war's gesehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Die nächste Sendung läuft ab dem 4. Mai mit dem Hauptthema Kochen. Geniessen Sie den Frühling. Auf Wiedersehen. Bau-Infoservice-Sendung von BIS TV wird Ihnen präsentiert von Minergie,
Nerv Group und Bauschweiz.